Punkt ist ja persönlich. Ja. Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, das 390 km/h auch schön ist. Gar nichts. Ja, das ist genauso gescheit, wie wenn ich eine Uhr kaufe und 42 Stunden Thomas Stipsitz gastierte vergangene Woche mit seinem Programm Cosa Nostra im Kulturhaus in Bruck. Er sorgte mit seiner Kabarettaufführung für ein Lachmuskeltraining der besonderen Art. Thomas Stipsitz und die Cosa Nostra. Wie kommt's? Thomas Stipsitz, bist du selbst Mitglied der Cosa Nostra? Ja, wenn ich das jetzt sage, dann war das halt mein letztes Interview. Was heißt eigentlich Cosa Nostra? Übersetzt ist es unsere Sache. Und unsere Sache, also eigentlich die Bezeichnung für die amerikanische Mafia, die hat sie ja so genannt, aber unsere Sache kann ja für sehr, sehr viel stehen, nicht? Wenn du mit irgendwen im Swingerclub triffst, kann das ja auch Cosa Nostra sein. Also das ist unsere Sache und da reden wir nicht drüber, ja. Thomas Stipsitz, ein Mafioso, der Bruck zum Lachen brachte.